Moin Moin Leute, ich bin Lilkups Brian oder einfach nur Jadik und begrüße gerade dich zum allerersten Part von Emio, der lächelnde Mann. Und falls ihr jetzt noch gar nichts von diesem Nintendo Switch Spiel kennt, umso besser, denn wir starten heute durch mit dem Prolog und dem ersten Kapitel, denn es ist eine Demo aufgetaucht. Und um es kurz zusammenzufassen, worum es hierin geht, es ist der Famicom Detective Club. Davon gab es schon zwei Spiele, die vorher rausgekommen sind, aber nicht vollständig deutsch lokalisiert worden sind. Aber mit Emio, der lächelnde Mann, wollen sie den Sprung das erste Mal auch mit der deutschen Sprache hier wagen. Es soll ein Visual Novel Detective Game sein, was mich natürlich total abholt und mal ein komplett neues Genre für mich ist, wo ich total Bock drauf habe. Also ich würde sagen, wir starten direkt rein, schauen uns das erste Chapter an und den Prolog und gucken mal, wie wir so als Detektiv sind, nicht wahr? Auf geht's. Ermittlung beginnen. Okay. Sämtliche Namen, Charaktere, Geschäfte, Orte, Geschehnisse und Vorfälle in diesem Spiel sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit realen Personen, Orten oder Geschehnissen ist rein zufällig. Wie immer. Yannick Kolb ist der Mörder. Es war ein sehr schöner Morgen, einer, an dem man ganz tief durchatmen möchte, um den Moment zu genießen. Guten Morgen, Herr Otsugi. Ich weiß gar nicht, ob ich das unten jetzt zeitgleich auch mal vorlese, weil irgendwie ist es dann ja so ein bisschen doppelt, weil das ist natürlich so ein bisschen blöd. Bei einer vollen Lokalisierung hätte man ja eventuell auch eine deutsche Sprachausgabe gehabt, aber dadurch, dass sie wahrscheinlich ein minderes Budget hatten, haben sie das jetzt nicht auch noch eingefügt, aber wenigstens tatsächlich komplett übersetzte deutsche Texte. Und ich würde sagen, ich lasse ihn einfach mal immer reden und wir lesen den Text unten mit, damit es jetzt nicht immer so doppelt ist und doppelt so lange dauert. Das Detektei Otsugi. Okay. Ja, Ohio. Ohio. Kesa wa ii tenki desu ne. Ah, so da. Sekkaku nano de souji demo shimashou ka. Wo ist da denn der Zusammenhang? Tolles Wetter. Wie wär's, wenn wir das Fenster öffnen und aufräumen? Warum? Wer will denn aufräumen? Das, was hat das tolle Wetter damit zu tun? Naja. Öffnete ich das Fenster und da klingelte das Telefon. Aha. Womit kann ich dienen? Mir gefällt auf jeden Fall der Grafikstil schon sehr auch, dass die immer so ein bisschen sich noch bewegen und so diese ganze Farbigkeit von den ganzen Panels hier. Wer war das? Kama-san kara ouen no irai ga haittan da. Chōdo ii. Kimi mo issho ni iko. Mhm. Hauptkommissar Kamada. Begeben wir uns zum Tatort. Wakarimashita. Alles klar, Chef. Vielleicht lese ich es doch vor. Ist ein bisschen blöd, immer nur darauf zu warten, dass es da steht und dann A zu drücken. Der Prolog. Ein Gesicht. Oh boy. Der Tatort. Boah, die Musik ist geil. Die ist so ein bisschen wie in so einem Drei-Fragezeichen-Fall. Und so fuhren Otsugi und ich zu einem Entwässerungspumpwerk in der Nähe von Kofuku. Sie sind vom Detektivbüro Otsugi, richtig? Freut mich, dass Sie das einrichten konnten. Ja, wir wollten gerade eh nur aufräumen. Ist doch selbstverständlich. Okay, wir können nachdenken, wir können ihn befragen, zuhören oder die Ermittlung beenden. Erstmal zuhören. Was ist denn passiert? Ein Leichnam wurde gefunden. Wir haben heute Morgen einen anonymen Hinweis erhalten. Ein anonymen Hinweis? Das klingt ja fast so ein bisschen wie ein Self-Report bei Among Us. So, dass der Mörder sich gemeldet hat. Okay, können wir noch mehr fragen? Das Opfer war jung. Ein Schüler. Immer wieder schlimm, so etwas sehen zu müssen. Okay, geht noch mehr? Opfer. Der Junge trug eine Schuluniform von einer der örtlichen Schulen. Mehr wissen wir noch nicht über seine Identität. Okay. Todesursache?
Das Opfer wurde erdrosselt. Es ist also erstickt. Okay. Todeszeitpunkt. Wir gehen momentan von ungefähr 21 Uhr gestern Abend als Tatzeit aus. Okay, also in der Nacht, wo es wahrscheinlich schon ein bisschen dunkel war, nicht so viele Leute hier im Park. Okay, Beobachtung. Habe ich nicht noch etwas beobachtet? So, ja. Eines sollte man erwähnen. Was? Ja, dann erwähn's doch. Mehr haben wir derzeit nicht. Die Spurensicherung ist aber noch nicht abgeschlossen. Zu den Sachen sagt er jetzt ja wahrscheinlich nichts mehr, oder? Mit seinem Seilen oder ähnliches. Mehr habe ich derzeit nicht. Ah doch, eine Sache habe ich noch beobachtet. Ja, dann. Die momentan von ungefähr 21 Uhr. Muss ich nachdenken dafür? Ach ja? Was denn? Nun ja, ich bekomme nicht täglich eine Leiche zu sehen. Erst recht nicht eine, die wie diese aussieht. Die wie aussieht. Also, ich krieg nur beim Gedanken daran Gänsehaut. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das heißt? Ich kann das einfach nicht beschreiben. Sie sollten sich das Opfer lieber selbst ansehen. Okay, wo? Hier ist der Polizist, da ist ein Fahrrad, da ist ein Zaun. Das Fahrrad ist eigentlich im guten Zustand, ob man damit noch fahren kann? Da steht Sasaki drauf. Ob das vielleicht der Name des Besitzers ist? Maybe. Was sich wohl hinter diesen Bäumen verbirgt? Illegal entsorgter Müll. Ja, das ist unser größtes Problem. Hier liegt ja eine Menge Müll herum. Einiges von dem Zeug scheint mal kaputt zu sein. Okay. Gestrüpp. Die Grashalme sind nicht niedergetrampelt, da ist niemand entlang gegangen. Dieser Polizist ist so angespannt wie alle hier. Die sind wohl auf der Suche nach Fingerabdrücken. Was ist denn? Ist da was auf meiner Uniform? Creepy. Da ist nichts Besonderes. Okay, ich glaube, wir haben dann aber so gut wie alles hier untersucht. Himmel. Das Wetter ist immer noch spitze. Ein Glück. Das ist das Wichtigste. Opfer. Können Sie mich zum Opfer bringen? Oh, ich hätte nichts sagen sollen. Sind Sie denn befugt, sich das Opfer anzusehen? Ich müsste das vielleicht zunächst klären. Okay. Andererseits will ich meinen Vorgesetzten nicht nerven. Sie machen das ja nicht zum ersten Mal, oder? Well, about that. Also ist... natürlich nicht. Ich darf also hin? Danke, ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Nur, naja, Sie wissen schon, nichts berühren und so. Moment, was wird das denn? Bitte? Oh. Das ist ein Tatortkollege. Ihre Aufgabe ist, Neugierige fernzuhalten. Also, es ist halt so, Kommissarin Kuze. Der junge Mann ist hier durchaus erwünscht. Ich kann das erklären. Guten Tag erstmal. Mein Name ist... Moment bitte. Suchen wir uns ein besseres Plätzchen, um uns zu unterhalten. Ja, sieht super aus hier. Also, wie war nochmal Ihr Name? Bitte gib deinen Vornamen ein. Oh, okay, das ist cool. Sind wir jetzt hier wirklich komplett tief drin, dass wir der Ermittler sind? Bitte gib deinen Nachnamen ein. Mein Nachname sogar, jetzt geht's aber los. Nennt die mich dann die ganze Zeit immer Herr Kolb? Weil, also Nachname hin oder her... Ich möchte jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit hier mit Klarnamen angesprochen werden. Man nennt mich auch das Brain. Yannick Brain, so heiße ich, aber... Er lautet Yannick Brain. Gott, sieht das scheiße aus. Und ich bin im Auftrag des Detektivbüros Utsugi hier.
Moment, Sie sind Privatdetektiv? Wer hat Sie denn hierher beordert? Nun ja. Ja, also... Anscheinend haben Sie ja Fragen an mich, aber dann beantworten Sie erstmal meine Frage. Okay. Aber... Die Kommissarin ist ja ziemlich angespannt. Mir scheint, dass sie überhaupt nicht glücklich darüber ist, dass man uns Detektive hergeholt hat. Also? Antworten Sie mir! Sie dürfen sich hier nicht noch ausgiebig umsehen, wenn Sie wirklich dazu befugt sind. Sie ist wirklich sehr angespannt. Der Stress steht ihr ins Gesicht geschrieben. Diese Kommissarin Kurze greift ja knallhart durch. Zumindest nimmt sie die Sicherheit am Tatort äußerst ernst. Was hat sie nur? Ah, gut so. Wie ich sehe, haben Sie diesen jungen Mann schon kennengelernt. Oh, Hauptkommissar Kamada. Schön, Sie zu sehen. Wie ulkig sieht er denn aus? Sie haben doch sicher nichts gegen die Hilfe kompetenter privater Ermittler, oder? Das hier sind Privatdetektiv Utsugi und sein Assistent Yannick. Aber Hauptkommissar Kamada... Utsugi und ich kennen uns schon ewig, stimmt's? Nur schade, dass uns diese unschöne Sache wieder zusammenbringt. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Kommissarin Kurze. Entschuldigen Sie, dass wir hier bei der Arbeit unterbrechen. Das macht gar nichts. Schön, Sie kennenzulernen. Es ist wirklich sehr seltsam, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns schon einmal begegnet sind. Unwahrscheinlich. Ich habe bisher noch nicht mit Privatdetektiven zusammengearbeitet. Ich muss zurück zum Tatort. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden, Hauptkommissar Kamada. Die wollte aber schnell weg. Puh. Rufen ansprechen. Okay. Der arme Kerl war noch so jung. Traurig, das sehen zu müssen. Sagt er noch was? Der arme Kerl. Überrascht Sie das Verhalten? Nehmen Sie das nicht persönlich. Herr Brain. Kurze leistet hervorragende Arbeit. Sie geht halt oft mit anderen hart ins Gericht, aber mit sich selbst auch. Ich hoffe, Sie nehmen es nicht persönlich. Nein, Herr Hauptkommissar. Die Situation ist nicht einfach, ich verstehe das. Kami, du bist zu spät dran. Wie? Oh nein, nicht schon wieder. Ha? Huh? Kami? Manchmal kriegt er es knüppeldick von ihr. Vor allem an Tagen wie heute. Mhm. Was meinen Sie denn mit nicht schon wieder, Herr Hauptkommissar? Das, was ich gesagt habe. Tut mir leid, Junko. Erst hatte ich meine Tasche vergessen, dann bin ich im Stau stecken geblieben und dann... Bist du betrunken oder was? So, das kannst du dir vielleicht bei anderen Kollegen rausnehmen, aber nicht bei mir. Hey, mach mal halblang. Da kann man ja nicht zuhören. Holla, die Waldfee, mach dich ihn zur Schnecke. Entschuldigen Sie, diese Vorstellung hat nichts mit Ihnen zu tun. Dieser Kollege von Kurze tut mir schon ein bisschen leid. Die Polizistin dort scheint nach Indizien im Müll zu suchen. Da ist niemand langgelaufen. Was ist das hier für ein Schild? Da steht, dass das illegale Entsorgen von Müll eine exorbitante Geldstrafe oder 5 Jahre Knast einbringen kann. Und trotzdem. Ist was? Mein Hosenlatz ist wohl offen, was? Dann mal danke. Ich habe gerade so ein Déjà-vu. Ich kann später mit Utsugi im Büro sprechen. Okay. Hatte der Polizist nicht erwähnt, dass die Leiche des Opfers außergewöhnlich aussah? Ja, durchaus. Opfer. Tut mir leid, vorerst können Sie sich das Opfer nicht ansehen. Toll. Mein lieber Scholli, Kurze macht ihren Kollegen ja ganz schön zur Minna. Kommissarin Kurze meinte das nicht so, aber heute ist sie schon ziemlich extrem. Ich empfehle die Samthandschuhe.
Okay, wir könnten jetzt mit Kuze sprechen. Wenn ich sie irgendwie störe, schreit sie mich bestimmt an. Okay, fair. Ich kann später mit Otsugi im Büro sprechen. Okay, allerdings ist Kuzes Tonfall heute nochmal rauer als sonst. Ob da was dahinter steckt? Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig herauszufinden, an welchem Punkt man jetzt noch mehr Rückfragen stellen kann, weil das halt nicht angezeigt wird. Okay, das Opfer können wir nicht ansehen. Können wir ihn denn noch weiter dazu befragen? Also soweit ich weiß, ist der Zustand des Opfers nicht für Zartbeseitete. Allerdings, genau deshalb habe ich auch Herrn Otsugi eingeschaltet. Hm? Ach, was soll das denn mit Otsugi zu tun haben? Sie wollen jetzt sicherlich gerne einen Blick auf das Opfer werfen und ich würde Ihnen das gerne ermöglichen, aber der Leichnam ist leider verlegt worden. Die Gerichtsmedizinerinnen sehen ihn sich gerade genauer an. Und ich glaube, Kommissarin Kuze hätte etwas dagegen, wenn sie die Forensik bei der Arbeit stören. So ist Kuze nun mal. Immer ganz gewissenhaft bei der Arbeit. Ja, schon. Aber ein bisschen was kann ich auf jeden Fall preisgeben. So haben wir die Leiche angetroffen. Oh. Ich denke, wir sind hier dann erstmal fertig, oder, Yannick? Ich denke schon. Doch, ja, Herr Otsugi. Tut mir leid, dass Sie extra den weiten Weg auf sich genommen haben. Nicht der Rede wert. Wir hören voneinander. Der wurde erdrosselt und hat dann so eine Tüte aufgesetzt bekommen. Aha. Ich weiß auch, dass das damals der erste Teaser war zu dem Spiel und alle Leute dachten, dass Nintendo ein richtig großes Horrorspiel rausbringt und viele Leute waren sehr enttäuscht, dass es dann nur so ein Visual Novel Detective Spiel ist. Aber ich glaube, das wird trotzdem sehr gut. Weil das hat ja trotzdem schon ganz schön Creepy-Faktor hier. Ein ewiges Lächeln. Aha. Boah, das mit der Musik ist gerade sehr cool. Emio, der lächelnde Mann. Famicom Detective Club. Boah, sehr stark. Und damit kommen wir schon zu Kapitel 1. Die urbane Legende. Okay, der Prolog sollte uns dann einfach nur so ein bisschen in die Steuerung einführen. Detektivbüro Otsugi. Dann gucken wir mal, wie lang so ein Kapitel geht. Sich das Opfer anzusehen, war sicher nicht einfach, oder? Ist es nie. Aber es musste halt sein. Okay. Ayumi ist noch nicht hier, dann sollte meine Aufmerksamkeit vorerst Otsugi gelten. Wir haben jetzt weitere Details erfahren. Der Name des Opfers ist Aisuke Sasaki. Also wirklich das Fahrrad von ihr? Ihm? Er von ihm. Ein Schüler. Er war erst 15 Jahre alt. Sasaki? Den Namen habe ich doch auf dem Fahrrad gelesen. Wie wir wissen, lautet die Todesursache offiziellen Angaben zufolge Ersticken durch Erdrosselung. Die Polizei geht von Mord aus. Es gibt keine Anzeichen, die auf einen Kampf hindeuten. Entweder wurde das Opfer überrascht oder es kannte den Täter. Aber zu diesem Zeitpunkt ist das reine Spekulation. Was mich vor allem beschäftigt, ist diese seltsame Papiertüte. Ja, was hat die wohl zu bedeuten? Die Sache ist die. Das kommt mir bekannt vor. Das muss jetzt 18 Jahre her sein. Damals hatten wir eine Serie von Fällen wie diesem. Mehrere Opfer mit über den Kopf gestülpten Papiertüten? Ganz genau.
Ich hatte nicht gedacht, dass ich so etwas jemals wiedersehen würde. Mordserie vor 18 Jahren. Vor 18 Jahren gab es in Kofuku eine Mordserie. Die Opfer waren alle junge Mädchen. Alles Mädchen. Mal sehen, es gab drei Opfer. Allesamt Mädchen im Alter zwischen 13 und 19 Jahren. Der Mörder hatte sie mit bloßen Händen erwürgt. Die Opfer wurden alle mit einer über den Kopf gestülpten Papiertüte aufgefunden, mit einem lächelnden Gesicht drauf. Och. Es konnte keine Verbindung zwischen den Opfern hergestellt werden, nur das ähnliche Alter hatten sie gemeinsam. Und leider wurde der Fall nie gelöst und nie ein Täter gefasst. Dann könnte er... Ja, der Täter von damals könnte der von heute sein. Puh. Das Schlimme ist ja auch, das bedeutet, dass es kein Anfänger ist. Wenn es ein Serientäter ist, der vor 18 Jahren schon gemordet hat und jetzt wieder zurückgekommen ist, ist er ja seit 18 Jahren auch nicht aufgefallen. Das macht es ja nur viel schlimmer. Drei junge Mädchen erwürgt. Was für ein Albtraum. Vor 18 Jahren waren alle Opfer weibliche Teenager. Ich weiß, man muss das erstmal sacken lassen, aber was denken Sie denn bisher über den Fall? Das finde ich toll, dass er das jetzt gerade fragt. Alle Opfer vor 18 Jahren waren Mädchen. Aisuke Sasaki war ein Junge. Irgendwie passt das nicht. Ich würde mich hier gerne mal einmal kurz ein bisschen im Büro umgucken. Das Radio benutzen wir eigentlich so gut wie nie. Schicke Pflanze. Ziemliche Unordnung hier. Aufräumen war heute bisher nicht die höchste Priorität. Utsuki hat diese Pflanze für unser Büro besorgt. Ich hoffe, eines Tages erhalte ich auch so eine. Belobigungsurkunde. Nicht schlecht. Sind das Boxhandschuhe? Die Boxhandschuhe von Utsuki, die sind so cool. Okay. Unser Telefon. Vor einigen Jahren haben wir uns auch einen Anrufbeantworter zugelegt. Vorerst sollte ich mich darauf konzentrieren, was Utsuki zu sagen hat. Okay, das ist aber ganz cool, dass das uns immer so einen Nudge gibt in die Richtung, wo man halt weiter jetzt gerade schauen sollte. Irgendwie seltsam, warum sollte ein Serienmörder, der vor 18 Jahren Mädchen tötete, zurückkehren? Und dann Aisuke Sasaki ermorden, einen Jungen? Ja, genau die Frage stelle ich mir auch. Möglicherweise war es reiner Zufall, dass die Opfer von damals alle weiblich waren. Das müssen wir in Betracht ziehen. Eigentlich suchen wir ja immer nach einem Verhaltensmuster. Vielleicht müssen wir uns aber hier von dieser Strategie lösen. Wenn wir doch nur schon mehr Informationen hätten. Ich habe das Gefühl nicht los, dass es eine Verbindung zu den Morden vor 18 Jahren gibt. Ich hoffe, Sie haben sich alles Wichtige notiert. Sie sind doch mit der Verwendung des Notizbuchs vertraut, oder? Nein. Alle von dir gesammelten Informationen werden automatisch in dein Notizbuch hinterlegt. Um dir deine Notizen anzusehen, wähle den Eintrag Notizbuch aus und drücke den A-Knopf. Öffnen Sie doch bitte mal Ihr Notizbuch. Ich würde gern sehen, ob Sie soweit alles notiert haben, was wir wissen. Okay. Okay, das ist spannend. Mittelschüler. Schüler der Minami Daisan Mittelschule, vermutlich Mordopfer. Seine Leiche fand man am Pumpwerk in Kofuku. Aisukos Todesursache war Ersticken durch Erdrosselung. Anscheinend wurde er mit einem seilartigen Objekt erdrosselt. Aber das spricht ja eigentlich auch schon ein bisschen gegen den, weil der ja immer mit den Händen erwürgt hat. Und das jetzt plötzlich mit einem Gegenstand. Sein geschätzter Todeszeitpunkt war 21 Uhr. Der Tote hatte eine Papiertüte mit einem lächelnden Gesicht über dem Kopf. Der Zustand von Aisukes Leiche ähnelte dem der Opfer der Serienmorde an Mädchen vor 18 Jahren in Kofuku. Yonko Kuse ist eine Kommissarin, die an dem Fall Aisuke Sasaki arbeitet. Assistent im Detektivbüro Utsuki. Hauptkommissar Kamada leitet den Fall Aisuke Sasaki. Er kennt Utsuki offenbar schon lange. Chef des Detektivbüros Utsuki. Er kennt den Hauptkommissar der hiesigen Polizei, Herrn Kamada, schon sehr lange. Okay. Vielleicht ist es von anscheinender Bedeutung, dass sich diesmal um ein männliches Opfer handelt. Möglich. Keine Nachrichten da. Ayumi ist noch nicht da. Das wird kein einfacher Fall. Sie werden gutes Durchhaltevermögen brauchen. Ja, das glaube ich. Hatte Utsuki noch etwas Wichtiges gesagt?
Oh. Ah, da ist ja Ayumi. Hallöchen. Wie lieb. Hi, Ayumi. Platze ich hier in irgendwas rein? Diese ernsten Gesichter. Naja, wir sind Privatdetektive. Es könnte immer sein, dass wir gerade über einen Mord reden, würde ich sagen. Was meinst du, warum ich ein ernstes Gesicht habe? Uzuki und ich erzählten Ayumi alles, was wir bisher wussten. Kein Witz? Das klingt ja alles sehr nach der alten urbanen Legende über Emio, den lächelnden Mann. Schon mal gehört? Name Drop. Emio? Lächelnder Mann? Spannend. Ayumi, kannst du mir mehr über diesen lächelnden Mann erzählen? Er wird als Emio bezeichnet, basiert auf den Schriftzeichen für Mann und Lächeln. Und um den dreht sich eine urbane Legende, ja? Mit welchem Inhalt? Ein Mann, der eine Papiertüte mit einem lächelnden Gesicht über dem Kopf trägt, stellt sich vor traurige Mädchen. Aber Mädchen. Er stülpt sich eine Papiertüte mit einem lächelnden Gesicht über den Kopf? Echt jetzt? Ja, ganz genau. Ayumi guckt irgendwie so traurig, als ob ihr das auch schon passiert ist. Jedenfalls stellt sich der lächelnde Mann in diesem Aufzug immer vor weinende Mädchen und sagt: Oh, du siehst traurig aus, aber du musst nicht mehr weinen. Ich kann dir nämlich ein ewiges Lächeln schenken. Boah, das ist schon cool. Das ist schon krass. Die Mädchen werden getötet und jeweils mit einer Tüte wie der des lächelnden Mannes über dem Kopf aufgefunden. Ui. Das ist jedenfalls die allgemein gängigste Version der Geschichte. Okay, gucken wir kurz ins Notizbuch, weil ich möchte zum einen natürlich auch wissen, wer Ayumi ist. Auch eine Assistentin im Büro. Okay. Emio, der lächelnde Mann, ist die zentrale Figur einer berühmten urbanen Legende. Angeblich erscheint der lächelnde Mann vor weinenden Mädchen mit einer Papiertüte über dem Kopf, auf die ein lächelndes Gesicht gemalt ist. Er sagt den Mädchen, dass sie nicht mehr weinen müssen, da er sie auf ewig lächeln ließe, dann tötet er sie. Die Legende besagt, dass der lächelnde Mann seine Opfer am Tatort zurücklässt, mit genauso einer Papiertüte über dem Kopf, die er auch trägt. Die Geschichte vom lächelnden Mann erinnert an die wahren Serienmorde an Mädchen vor 18 Jahren. Wenn du von der gängigsten Version der Geschichte sprichst, was wären denn da die Varianten? Nun, manche behaupten, dass der lächelnde Mann Mädchen, die zu weinen aufhören und lächeln, nicht tötet und einfach weitergeht. Und man hört auch oft, dass der lächelnde Mann ein Mädchen definitiv umbringt, wenn es ihm ins richtige Gesicht sieht. Also, wenn man lächelt, verzieht er sich. Aber bloß nicht in sein echtes Gesicht gucken, sonst ist man tot. Okay? Das Element des weinenden Mädchens haben allerdings alle Versionen gemeinsam. Was urbane Legenden betrifft, so absurd sie manchmal auch klingen, so steckt ja doch meistens in jeder von ihnen ein Körnchen Wahrheit. Deshalb betrachte ich diese urbane Legende durchaus als wertvolle Info. Es gibt eine Menge zu tun. Ich denke, wir sollten uns aufteilen, um alles zu erledigen. Bevor wir das machen, habe ich hier was für Sie. Oha, das sind ja... Handys! Cool! Bitte meldet euch bei mir, wenn ihr das Neues zu berichten gibt. Na los, greifen Sie zu! Danke, ich werde das Handy immer mitnehmen. Ja, danke. Nicht zu danken. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich habe doch noch was zu erledigen. Ich möchte, dass Sie beide zusammenarbeiten und entscheiden, wie Sie die Ermittlungen am besten aufteilen, verstanden? Ja, Herr Uzugi. Alles klar, Wiedersehen, Herr Uzugi. Okay. Was können wir mit dem Handy denn machen? Okay, wir können jemanden anrufen direkt. Alright. Wie sollen wir die Sache angehen, Ayumi? Wir sollten zunächst durchgehen, was wir heute erfahren haben. Es kann sich immer lohnen zu kombinieren. Guter Plan. Kombinieren. Also, da wäre das Opfer, Aisuke Sasaki, heute Morgen aufgefunden. Aufgrund der bisherigen Fakten vermute ich Suizid. Nein. Aufgrund der bisherigen Fakten vermute ich Mord. Ja. Die momentane Faktenlage spricht für Mord. Ja, unbedingt.
Als Aizuka aufgefunden wurde, war diese Papiertüte mit dem lächelnden Gesicht drauf über seinen Kopf gestülpt. Das erinnert doch ein bisschen an die urbane Legende vom lächelnden Mann. Okay, das jetzt einfach nur so ein bisschen, um nochmal zu aufzufrischen, dass man wirklich zugehört hat und alles mitbekommen hat. Das klingt doch alles sehr ähnlich wie bei der urbanen Legende vom lächelnden Mann. Stimmt. Was wäre, wenn diese urbane Legende in Wirklichkeit ganz nah an der Wahrheit ist und die Morde in Kofuku vor 18 Jahren beschreibt? Könnte nicht die urbane Legende vom lächelnden Mann einfach die Ereignisse vor 18 Jahren widerspiegeln? Aber wenn es so ist, wo ist denn die Verbindung zu unserem Mordfall? Das Opfer ist ja diesmal ein Junge. Genau. Und Herr Utsugi hat gesagt, dass die drei Opfer vor 18 Jahren allesamt Mädchen waren. Aber die Ähnlichkeiten bei den Fällen könnten kein Zufall sein. Diese arme Aizuka, dass man dem Jungen auch noch diese scheußliche Papiertüte über den Kopf gestülpt hat. Fällt dir sonst noch irgendwas Relevantes ein? Ich würde mich gerne tatsächlich noch einmal kurz hier umgucken. Hier haben wir Bücher. Den Schrank hinter Ayumi müssten wir mal ausmisten. Boah, wir haben ganz schön Putzfimmel, kann das sein? Wir wollen immer alles ganz sauber haben, wie es ausschaut. Was ist? Nix. Gibt es noch was Erwähnenswertes? Ah, ich habe übrigens eine Kommissarin kennengelernt, die in dem Fall ermittelt. Ihr Name ist Kuse. Herr Utsuki kannte sie anscheinend von irgendwoher. Hat Herr Utsuki mal mit ihr zusammengearbeitet? Ich bin nicht sicher, hab nicht gefragt. Ach so. Nun gut, und wie geht's jetzt weiter? Erstmal gucke ich kurz in mein Notizbuch. Manche sagen, dass der lächelnde Mann einen nicht tötet, wenn man aufhört zu weinen und lacht. Es wird jedoch jeden töten, der sein richtiges Gesicht sieht. Gute Frage, tja. Ich würde nochmal zur Polizeiwache gehen. Die Spurensicherung müsste doch mittlerweile noch mehr gefunden haben. Gute Idee. Ich versuche dann mehr über diesen armen Jungen herauszufinden, der ermordet wurde, okay? Ja, prima. Okay. Auf zur Polizeiwache. Gut, bis später. Viel Glück. Ach, übrigens, du bist heute ganz schön auf Zack. Ich finde zumindest, dass du deine Sache echt gut machst. Danke. Okay, ich breche auf, bis später. Wie nett. Okay, die Polizeiwache. Ob Kamada überhaupt hier ist? Leute in der Nähe, einfach alle rufen, oder? Vielleicht kann mir diese Polizistin da weiterhelfen. Entschuldigung, könnten Sie mir vielleicht weiterhelfen? Guten Tag, wie kann ich behilflich sein? Entschuldigung, so. Könnte ich eventuell Oberkommissar Kamada sprechen? Sie meinen Hauptkommissar Kamada, ja? Ja, natürlich, ich... Moment, kenne ich Sie nicht? Wir sind uns doch schon einmal begegnet, oder? Sind wir das? Die hat kein Namensschild oder so, das ist ein bisschen blöd. Ich bin ziemlich sicher, dass ich das Gesicht von ihr schon mal gesehen habe. Aber... Sind wir uns nicht schon begegnet? Diese Uniform sieht... Sie hinrei... Hallo! Also... Darum geht's ja gerade nicht. Aber das ist ja nicht Kuze. Wer könnte sie denn sein? Oder ist das nur mit der Brille? Nein, oder? Woher kennen wir uns nur? Von Kamada ist nichts zu sehen. Nee. Also höchstens sie halt, weil sonst haben wir keine andere weibliche Person kennengelernt. Nicht der richtige Zeitpunkt zum Telefonieren, ne? Das stimmt wohl. Ach, sie sind das!
Genau, und Sie? Ich bin vom Detektivbüro Otsugi, richtig. Sie kommen mir bekannt vor. Wie war Ihr Name? Ah, ich bin Yannick. Natürlich, schön Sie wiederzusehen. Langes her. Sind Sie hier versetzt worden? Ich hatte Sie übrigens wegen der Brille zunächst nicht erkannt. Ach so, normalerweise trage ich Kontaktlinsen. Und ja, ich bin schon vor einer Weile hierher versetzt worden. Soweit ich mich erinnere, ist sie ganz schön clever. Okay, wen haben wir denn hier? Andere? Polizistin. Wow. Sie arbeitete früher auf einer anderen Polizeiwache. Sie hat mich wiedererkannt, da wir uns bereits während eines früheren Falls kennengelernt hatten. Sie trug eine Brille, aber normalerweise trägt sie Kontaktlinsen. Okay. Ah, Hauptkommissar Kamada hatte ja erwähnt, dass jemand vorbeikommen würde. Dann sind das wohl Sie. Ich werde ihn benachrichtigen lassen. Danke. So, so. Sie sind ja wohl der Privatdetektiv, der angekündigt wurde, ja? Ah, das ist doch der Typ, den Kutsu heute Morgen zusammengefaltet hat. Hauptkommissar Kamada ist gerade beschäftigt, deshalb soll ich mich um sie kümmern. Ich bin Daisuke Kamihara, der Daisuke Kamihara. Ich habe noch nicht von dir gehört, aber okay. Wer will, darf mich Kami nennen. Viele Leute wollen das. Ich weiß nicht, ob ich das will. Hi, ich bin Yannick vom Detektivbüro Otsugi. Sie sind sicher wegen des heute Morgen aufgefundenen Mordopfers hier, richtig? Genau. Tut mir leid, Sie zu stören, wo Sie sicher mitten in den Ermittlungen stecken. Ist doch kein Ding. Ich bin Ihr Mann. Schießen Sie nur los, ich werde all Ihre Fragen beantworten. Ha. Also, alle Fragen zum Opfer meine ich natürlich. Warum ist der nur so aufgedreht? Kommissar Kamihara, sollten Sie dieses Gespräch nicht an anderer Stelle fortsetzen? Ja gut, folgen wir den Vorschriften, anstatt zwischen Tür und Angel zu plaudern. Danke auch für den wertvollen Hinweis. Hier entlang, Junior-Detektiv, ab ins stille Kämmerchen. Wie ist der denn drauf? Was soll dieses Junior-Detektiv? Das gefällt mir nicht. Als nächstes falte ich den zusammen. Pass mal auf, Kollege. Hier, bitteschön. Oh, Tee, vielen Dank. Ja, den sollten Sie genießen, bevor er kalt ist. Mir kocht sie nie Tee. Ja, ich würde mir mal Gedanken machen, warum. Okay. Ich würde jetzt zu gern mehr über den Fall erfahren. Na klar, Sie sind ja nicht extra zum Teetrinken hergekommen. Also gut, wo soll ich anfangen? Erstmal nochmal zum Opfer, bitte. Den Namen und das Alter des Opfers kennen Sie schon, oder? Ja. Der Junge war ein 15-jähriger Schüler und heißt Aisuke Sasaki. Ich war heute Morgen am Tatort. Ja, weiß ich doch. Ich habe sie dort ja gesehen. Und ich habe gesehen, wie du dir vor versammelter Mannschaft einen fetten Anschuss eingehandelt hast. Der Junge war anscheinend mit seinem Fahrrad gekommen. Ja, ich habe dort ein Rad mit der Aufschrift Sasaki gesehen. Genau. Es stand dort mitten in dem ganzen Gerümpel, das dort illegal entsorgt worden ist. Sauber, das haben sie echt gut beobachtet. Sie sind ja ein besserer Ermittler als ich. Ich glaube, das ist nicht so schwer. Ha, nur ein Spaß, das ist natürlich total unmöglich. Aha, klar, total unmöglich. Ich fand heraus, dass er mit einem Fahrrad zum Pumpwerk gefahren ist. Kamada ist der Chef vom Kommissar Kutsu und Kommissar Kamihara. Kommissar Kamihara arbeitet an dem Fall Aisuke Sasaki. Die Polizeibeamtin, der ich im Eingangsbereich der Polizeiwache von Kofoku begegnet bin, kenne ich von einem früheren Fall. Die Tat muss gegen 21 Uhr geschehen sein. Es gibt keine Straßenlampen in der Nähe, also war es dort zum Tatzeitpunkt stockdunkel. Wir ermitteln noch, was um alles in der Welt der Junge um die Uhrzeit dort zu suchen hatte. Es ist echt schrecklich, dass es diesen Schüler erwischt hat. Der Leichnam wurde am Pumpwerk gefunden. Ziemlich abgelegen, der Ort. Na, das wissen Sie ja. Sie waren ja da. Im Morgengrauen ist da zufällig jemand vorbeigekommen und hat das Opfer entdeckt. Wir wissen immer noch nicht, was der Junge so spät da draußen verloren hatte. Es ist aber möglich, dass jemand, der dort vorbeigefahren ist, etwas gesehen hat. Die Straße führt ja direkt am Tatort vorbei. Oh, Tee nehmen. Leckerer Tee. Ja, nicht wahr? Von so einer gut aussehenden Dame bekommen Sie nicht alle Tage einen Tee. Er schmeckt wirklich sehr gut. Da bin ich ja neidisch. Ich werde Sie später auch um einen bitten.
Ich glaube, du wirst keinen kriegen. Er wird sich ein Nein einfangen. Ja, das glaube ich auch. Ich kann es kaum erwarten. Aha. Ich sollte mir anhören, was Kamihara noch zu sagen hat. Das ist doch verrückt. Dass ein Schüler in dem Alter sich so spät dort herumtreibt, ist doch schwer vorstellbar. Ich verstehe es jedenfalls nicht. Sie haben den Ort ja selbst gesehen. Ein verlottertes altes Pumpwerk, versteckt inmitten von Bäumen. Was hatte der Junge da draußen nur vor? Wie Sie wissen, wurde das Opfer mit einer über den Kopf gestülpten Papiertüte aufgefunden. Mit einem lächelnden Gesicht drauf. Ja, wirklich total schräg. Noch dazu war es eine eklige, feuchte alte Tüte. Feucht und alt? Sie wird gerade im Labor genauer untersucht. Könnte etwas dauern, bis wir da ein Ergebnis bekommen. Das haben wir jetzt wahrscheinlich einfach dazu geschrieben, ne? War anscheinend ziemlich alt. Ha. Macht's ja fast ein bisschen gruseliger. Die Tatumstände ähneln einer Mordserie vor langer Zeit. Sie meinen die Morde an den Mädchen vor 18 Jahren? Volltreffer! Wow, Sie sind ja fast so gut wie ein richtiger Ermittler, Junior-Detektiv. Muss dieser Idiot so auf dem Junior rumreiten? Dass die Opfer damals auch Papiertüten mit lächelnden Gesichtern über dem Kopf trugen, wissen Sie sicher auch schon. Dachte ich mir. Das wird bei den Ermittlungen natürlich eine Rolle spielen. Ein ziemlich komplizierter Fall. Die Opfer vor 18 Jahren waren alle Mädchen. Serienmörder folgen meist ähnlichen Mustern. Da passt das nicht ins Bild, dass das Opfer diesmal ein Junge ist. Das ist doch seltsam, Junior-Detektiv. Ja, schon. Aber es gibt noch einen anderen großen Unterschied zwischen den Opfern von vor 18 Jahren und dem aktuellen Fall. Was wäre der wohl Ihrer Meinung nach? Tja, das jetzige Opfer hatte nicht dasselbe Alter. Die Opfer wurden auf unterschiedliche Weise umgebracht. Ja. Die Opfer wurden auf unterschiedliche Weise umgebracht. Nun, aufgrund der Ermittlungen wissen wir, damit haben Sie recht. Sie gehen wie ein echter Ermittler vor, Junior-Detektiv. Das Opfer ist mit einem Seil oder etwas Ähnlichem erdrosselt worden. Die Mädchen wurden damals erwürgt. Aisuke Sasaki aber wurde mit einem Seil oder etwas Ähnlichem erdrosselt. Ja genau. Anders als bei den Mädchen vor 18 Jahren wurde diesmal ein Tatwerkzeug verwendet. Wir werden bei den Ermittlungen alles von allen Seiten beleuchten, also auch die Ereignisse von vor 18 Jahren. Sie wollen über die Ereignisse vor 18 Jahren reden, ja? Haben Sie da überhaupt schon gelebt, Junior-Detektiv? Schon, aber ich war erst ein Jahr alt. Ich wusste doch, dass Sie ein echter Grünschnabel sind. Aber Sie werden als privater Ermittler schon noch flügge werden. Vielleicht hätte ich Privatdetektiv werden sollen. Muss super sein, nicht ständig an Vorschriften halten zu müssen. Dann würde ich mir auch nicht ständig meinen Chef im Nacken sitzen. Hey, das ist doch die Idee, Junior-Detektiv. Meinen Sie, Ihr Boss würde mich nehmen? Ich hoffe nicht. Moment, erinnern Sie sich an irgendwelche Details des Falls von vor 18 Jahren? Ja, ich war damals in der Grundschule und erinnere mich noch sehr gut daran, weil die Opfer ja auch noch so jung waren. Eigentlich hatte ich mir selbst erstmal nicht so viele Sorgen gemacht, so. Aber die Schule und Eltern waren in heller Aufregung. Wir mussten in Gruppen zur Schule gehen und wurden zum Teil auch von Erwachsenen begleitet. Man kam sich vor wie bei einer Prozession. Ich habe ja nie an einer Prozession teilgenommen, aber so hätte ich mir eine vorgestellt. Na jedenfalls wurde täglich in der Sporthalle erstmal durchgezählt, ob auch alle angekommen waren. Manchmal hat ein Kind gefehlt, dann war natürlich sofort Panik angesagt. Kann ich mir vorstellen. Manchmal glaubten die anderen, dass ich nicht da bin und als ich mich gemeldet habe, waren alle Blicke auf mich gerichtet. Das nervt bestimmt. Manche Eltern haben ihre verhätschelten Kleinen dann natürlich jeden Tag von der Schule abgeholt. Ich war ehrlich gesagt auch so gut behütet, dass ich trotz allem nach wie vor zu Lehrerstreichen aufgelegt war. Und da alle Kiddies immer hübsch daheim waren, wenn es dunkel wurde, sind dem Killer wohl die potenziellen Opfer ausgegangen. Jetzt sagen Sie nicht, dass das zynisch klang. Naja, doch. Wissen Sie, an diesen Unfug, dass die Köpfe der Opfer in Papiertüten steckten, konnte ich mich gar nicht erinnern. Wirklich? Tja, es ist 18 Jahre her, ich hab's wohl vergessen. Aber jetzt frage ich mich auch, wie das sein kann bei sowas Schockierendem. Papiertüten, ja? An sowas sollte ich mich doch eigentlich erinnern. Will man meinen, ne?
Was haben wir uns denn jetzt alles noch Neues aufgeschrieben? Zur Zeit der Serienmorde an Mädchen vor 18 Jahren war er in der Grundschule. Er wusste nichts von den bei den Opfern gefundenen Papiertüten. Wenn er vor 18 Jahren in der Grundschule war, wie alt ist er dann wohl jetzt? Wann kommt man denn in die Grundschule? Mit 6? Wenn er dann schon da so ein bisschen war, 7, 8, plus 18, 26, Ende 20? Der sieht aber noch so jung aus. Kann ich den Tee nochmal nehmen? Der Tee ist perfekt, ob sie Kamihara später dann auch noch einbringt. Können wir ihn jetzt angucken und sehen, wie alt er ist. Auch wenn er schon erfahren ist in seinem Job. Er ist ein echt schräger Typ. Ob Kamihara die urbane Legende vom lächelnden Mann kennt? Er sieht alt genug aus, um davon gehört zu haben. Naja, da haben wir ja gerade schon drüber geredet. Kommissar Kamihara, ist Ihnen die urbane Legende vom lächelnden Mann ein Begriff? Emio? Der lächelnde Mann? Ja, genau. Er war auch unter dem Namen Emio bekannt. Nee, keine Ahnung. Um was für eine Legende geht's denn? Ich erzählte Kamihara die urbane Legende vom lächelnden Mann, so wie ich sie von Ayumi kannte. Die Ähnlichkeiten zwischen dieser Legende und dem Fall sind nicht zu übersehen. Ob es einen Zusammenhang gibt? Nach einem Zufall sieht es für mich jedenfalls nicht aus. Ha. Ganz schön clever von mir kombiniert, oder? Ja, ich denke schon. Es war super clever kombiniert, aber ganz im Ernst. Diese Legende sollten wir im Hinterkopf behalten. Danke, dass Sie mir die Story erzählt haben. Die urbane Legende vom lächelnden Mann weist Ähnlichkeiten mit den Morden von vor 18 Jahren und mit diesem Fall auf. Ach ja, urbane Legenden. Jetzt ist er plötzlich ganz still. Was hat der nur? Gute Frage. Er hatte noch nie etwas gehört von der urbanen Legende von Emio, dem lächelnden Mann. Komisch. Warum starrt er mich so an mit diesem Blick? Vielleicht hätte er mir von irgendwelchen Beobachtungen zu berichten, wenn ich sie aus ihm herauskitzle. Da ist noch eine Sache. Etwas ziemlich Wichtiges. Und zwar... Diese Polizistin, mit der Sie gesprochen haben. Die mag Sie wohl, Junior-Detektiv. Sie Glückspilz! Sie ist einfach umwerfend, oder? Also wenn irgendwas oder irgendwer eine Legende ist, dann sie. Aha. Freut mich sehr, dass sie hierher versetzt wurde. Das muss ein Wink des Schicksals sein. Jawohl, ich bin auch ein Glückspilz. Das Schicksal meint es gut mit Kami. Oh. Was denn? Oh, Hallöchen, Kommissarin. Kommissarin, und was soll das mit dem Hallöchen? Was quasselst du hier denn für einen Mist? Mach lieber deine Arbeit. Also ich kann gar nichts dafür. Unser Besucher hier kaut mir halt ein Ohr damit ab, wie umwerfend er unsere Kollegin findet. Ich muss mir hier anhören, was für ein Hingucker sie mit ihrer Uniform ist. Hä? Also dann, ich muss wieder an die Arbeit. Viel Spaß. Er haut einfach ab. Ach, entschuldigen Sie. Wegen heute Morgen möchte ich mich auch entschuldigen. Ich habe mich noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin Kommissarin Kutze, Junko Kutze. Ermittlungsabteilung 1, schön Sie kennenzulernen. Ich bin Yannick vom Detektivbüro Utsugi. Verzeihen Sie die Störung heute Morgen. Nein, es war meine Schuld. Ich wusste nicht, dass der Hauptkommissar Sie hergeholt hatte. Kein Problem. Nur Folgendes. Behindern Sie nicht meine Ermittlungen. Oh, ja, natürlich. Also, entschuldigen Sie mich bitte, ich habe zu tun. Und weg ist sie. Vielleicht sollte ich doch nochmal fragen, ob Kamada immer noch beschäftigt ist. Mhm.
Ach bitte, nur ein Tässchen. Koch dir doch selbst deinen Tee. Oh nein. Oh, das ist Kommissarin Kamihara. Kommissar. Aber einen perfekten Tee kochst doch nur du. Ich glaub's ja nicht. Das hilft auch bei den Ermittlungen, ernsthaft. Uff. Ah, Junior-Detektiv. Du haust schon ab? Also bis dann. Glatte Abfuhr. Nimm's doch mal mit Würde, Kamihara. Haben Sie das alles etwa gesehen? ja, ich wollte Sie etwas fragen. Ist gut. Suchen wir uns ein ruhiges Plätzchen. Hat Kommissar Kamihara Sie mit Informationen versorgt? Ja, mehr oder weniger. Kamada. Ist Hauptkommissar Kamada zu sprechen? Tut mir leid, aber ist wohl noch länger in einem Meeting. Verstehe. Vielleicht sollte ich morgen zurückkommen. Ja. Ich habe ja schon einige Kommissare erlebt, aber Kamihara ist wirklich sehr speziell. Ich hoffe, dass Sie sich den nicht zum Vorbild nehmen. Definitiv nicht. Sie sind mittlerweile viel reifer, nicht wahr? Entschuldigung. Detektivbüro. Entschuldigen Sie bitte, ich muss los. Bitte richten Sie Hauptkommissar Kamada Grüße von mir aus. Natürlich, kommen Sie gut nach Hause. Detektivbüro Otsugi. Da bin ich wieder. Hallo, Yannick. Schön, dass du zurück bist. Wie liefen denn die Ermittlungen heute? Ich habe mich nochmal in der Polizeiwache umgehört. Hauptkommissar Kamada hatte aber den ganzen Tag lang ein Meeting. Ich habe nur mit Kommissar Kamihara gesprochen. Ach ja, danke für Ihre Bemühungen. Ayumi, was haben Sie erreicht? Ich war bei Eizuku Sasaki zu Hause, um mit seinen Eltern zu sprechen. Ich wurde sehr nett und zuvorkommend behandelt. Die familiären Verhältnisse des Opfers scheinen sehr gut gewesen zu sein. Obwohl die Sasakis gerade so viel durchmachen müssen, wollen sie uns bei den Ermittlungen so gut wie möglich unterstützen. Es ist seltsam. Eizuku schien eigentlich keinerlei Probleme gehabt zu haben. Allerdings was? Anscheinend hatte er sich an dem Abend, an dem er verschwunden ist, zunächst in seinem Zimmer eingeschlossen. Aizuku hatte das wohl nie zuvor getan, sodass sich seine Mutter darüber gewundert hat. Er hat nicht geantwortet, als er gerufen wurde. Die Mutter überlegte schon, wie man die Tür aufbekommen könnte. Gegen 20 Uhr hörte sie dann ein Geräusch von der Haustür. Also ging sie dort mal nachsehen. Da sah sie Aizuku. Er war immer noch in Schuluniform und hat telefoniert. Telefoniert? Sein Zimmer hat er also verlassen. Er ließ überrascht das Telefon fallen und schloss sich wieder in seinem Zimmer ein. Mit wem er da wohl telefoniert hat? Ja, gute Frage. Seine Mutter wusste es jedenfalls nicht. Kurz danach hat Aizuku wohl das Haus verlassen, ohne dass sie jemand mitbekommen hat. Mehr habe ich im Moment nicht, aber ich bleib dran. Was um alles in der Welt ist diesem armen Jungen nur passiert? Ich habe mich noch einmal intensiv mit den Fällen von vor 18 Jahren befasst und eine Sache beschäftigt mich da. Die Polizei hat damals nicht alle Einzelheiten öffentlich gemacht, vor allem die Sache mit den Papiertüten. Oh, das erklärt, warum sich Kommissar Kamihara nicht an Tüten erinnern konnte. Haben Sie eine Idee, warum die Informationen verschwiegen wurden? Ja, ich habe eine Theorie, aber über die sollte man mit Hauptkommissar Kamada persönlich sprechen. Verstehe. Wenn die Polizei die Papiertüten nie öffentlich erwähnt hat, stellt sich auf jeden Fall eine Frage. Wie kann die Mordserie denn etwas mit der urbanen Legende vom lächelnden Mann zu tun haben? Aber dass der aktuelle Fall etwas mit der urbanen Legende zu tun hat, scheint mir schon nicht unwahrscheinlich. Da stimme ich zu. Die urbane Legende könnte mir entscheidend dabei helfen, diesen Fall zu lösen. Ihnen persönlich? Ja, um diese Geschichte vom lächelnden Mann werde ich mich selbst kümmern. Sie fasziniert mich sehr. Gut, jetzt würde ich gern von euch beiden hören, was sich anhand der neuesten Fakten kombinieren lässt. Natürlich, wo fangen wir an, Yannick? Ich gucke erstmal noch einmal kurz ins Notizbuch, da kam nämlich noch eine Menge dazu. Anscheinend sprach Aizuku kurz bevor er starb mit jemandem am Telefon. 26 Jahre, Junke Kuzo. Scheint, als ob er eine Schwäche für eine gewisse Polizistin in der Polizeiwache von Profuku hat. Alright,
Das Opfer Aizuku Sasaki wurde mit einer über den Kopf gestülpten Papiertüte mit einem lächelnden Gesicht darauf gefunden. Ähnliche Vorkommnisse gab es schon einmal. Vor 18 Jahren. Ja, stimmt. Ganz genau. Die Mordserie vor 18 Jahren umfasste 3 Morde. Und die Opfer hatten alle eins gemeinsam. Es waren weibliche Teenager. Ja, schrecklich. Der Mörder von vor 18 Jahren wurde nie gefasst. Und dass Papiertüten im Spiel waren, hat die Öffentlichkeit nicht erfahren. Also war dieser Aspekt nur sehr wenigen Leuten bekannt. Dem Mörder selbst, den Familien der Opfer, den ermittelnden Polizeibeamten und den Leuten, die die Leiche gefunden haben. Was lässt sich denn anhand dieser Information bisher sagen? Also zum jetzigen Zeitpunkt kann man Folgendes festhalten. Mit dieser Person stimmt irgendwas nicht. Ich hatte das Glück, folgende Person zu treffen. Ich habe keine Ahnung, wer Aizuku Sasaki getötet hat. Und da müssen wir dann wahrscheinlich eine Person auswählen, nehme ich an. Tja. Also. Ich würde persönlich sagen, keine Person kommt momentan irgendwie komisch rüber oder hat irgendwie sich verstrickt in Sätzen. Und Glück, folgende Person getroffen zu haben? Weiß ich nicht. Weil. Ich habe keine Ahnung, wer Aizuku Sasaki getötet hat. Das ist nicht überraschend, wir haben ja gerade erst mit den Ermittlungen begonnen. Das wäre erstmal alles zum Stand der Ermittlungen. Es hat uns weitergebracht, gemeinsam zu kombinieren. Ich finde, wir arbeiten ganz gut zusammen. Ja, stimmt. Ich verlasse mich auf sie beide. Okay, wir teilen uns jetzt auf und schließen uns morgen wieder zusammen. Ich werde Aizukus Schule aufsuchen und versuchen, dort mehr herauszufinden. Ich gucke, was ich auf der Polizeiwache noch erfahren kann. Prima, dann viel Erfolg. Okay. In der Demo-Version kannst du nur bis zu diesem Punkt der Geschichte spielen. Vielen Dank fürs Spielen. Ein späteres Update wird dir ermöglichen, in der Demo-Version noch ein wenig mehr von der Geschichte zu spielen. Und da sind wir leider schon am Ende von dieser Demo. Und natürlich wollen wir die Daten von dieser Demo speichern. Jetzt würden wir nämlich in Kapitel 2 Verschwunden weitermachen. Und ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr stark. Also es hat sehr, sehr viel Bock gemacht bis hierhin. Soweit ich weiß, kommen für diese Demo auch noch 2 weitere Updates raus mit Kapitel 2 und Kapitel 3. Das heißt, die werden wir auf jeden Fall auch noch beleuchten. Und dann natürlich auch das Spiel, wenn es vollwertig rauskommt. Und schreibt ihr mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel bisher findet. Das ist ja wirklich mal was doch eher anderes und nicht so actiongeladenes, sondern so Visual Novel-mäßig, wo man sehr auf die Texte beruht. Und ich finde es aber sehr, sehr cool. Es macht sehr viel Spaß. Aber das wäre es erstmal für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um die nächsten Kapitel nicht zu verpassen. Und bis dahin, euer Brain, tüdelü mit Ü.